Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Allerdings betrifft das nur Kanäle, die monetarisiert sind, also Kanäle, die Einnahmen erzielen. Wenn ihr auf euer Dashboard geht und dann auf Einnahmen klickt, dann seht ihr ja rechts Erhalt von Zahlungen. Also bei mir ist alles in Ordnung, aber bei vielen steht da, es müssen noch weitere Unterlagen oder Steuerinformationen eingereicht werden, weil falsche eingereicht wurden. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass das für viele so schwierig ist. Also für mich war das sofort klar, was ich da machen muss. Und die Sache ist wirklich in 2 Minuten erledigt. Und zwar geht es ja hier um Irland. Besser gesagt, die Einnahmen, die ihr in Irland, was ja der Sitz von Google AdSense in Europa ist, erzielt. Weil es kann sein, dass der irische Staat über eine Quellensteuer einen Teil der Einnahmen für sich beansprucht. Ja, und ein Doppelbesteuerungsabkommen soll verhindern, dass man zweimal Steuern zahlen muss. Und genau deshalb müsst ihr dieses Formular einreichen. Also Leute, es geht um eure Kohle. Wer das noch gar nicht eingereicht hat, unbedingt einreichen. Wer das Falsche eingereicht hat, natürlich das Richtige nachreichen. Ich habe euch ja schon gesagt, mir war gar nicht bewusst, dass das so viele nicht wissen. Und zu diesem Video jetzt ist es gekommen, weil ich durch Zufall auf ein Video gestoßen bin, wo erklärt wird, was man einreichen muss. Aber das ist falsch. Aber was ich daran viel, viel schlimmer finde, ich, nett wie ich bin, ne, habe ich dann geantwortet, dass das so nicht richtig ist und erklärt, was man machen muss. Und habe das auch jedem, der da gefragt hat, geschrieben. Also als Kommentar unter dem Video und jedem, der da diesen Kanalbetreiber gefragt hat. Dem habe ich auch geantwortet. So, und dann, ich fasse es ja nicht, wirklich. Ich hoffe, dieser Typ guckt jetzt dieses Video, weil dazu kann ich nur sagen, hör mal Kollege, wenn man schon einen Fehler macht, dann hat man doch den Arsch in der Hose dazu zu stehen. Wir machen alle Fehler, aber dann kläre ich doch den Fehler auf. Aber nein, was hat dieser Kollege gemacht? Er hat meinen Kommentar gelöscht und auch alle Kommentare von mir an die Kommentatoren da, also an die Leute, die Fragen gestellt haben. Ich finde das, ganz ehrlich, feige, unverschämt und richtig dreist. Und zwar, ich sage euch gleich warum, ich lese euch mal ein paar Antworten vor. Also das schlägt wirklich fast den Boden aus. Ich finde das unmöglich. Der kann doch seine Leute nicht so ins Leere laufen lassen. Ach, was rede ich denn ins Leere laufen lassen? Der lässt die eiskalt über die Klinge springen. Sind wir doch mal ehrlich. Also pass auf, da kommen so Fragen wie, ja danke für die Info, wurde es bereits bei dir genehmigt? Die Antwort von ihm, die machen ständig Stress, ganz ehrlich, die Formulare sind nicht notwendig. Oder, ja die machen Probleme, aber es fallen keine Steuern an. Bringt nichts, lass es gut sein. Es werden keine Steuern abgezogen. Hallo, geht's noch? Und dann hat noch jemand geschrieben, ich mache nur ein paar Beispiele, ne? Die akzeptieren die Dokumente nicht, weder Steuer noch Ausweis. Jemand Erfolg gehabt? Was antwortet der? Verarsche. Alles, also alles verarsche. Ärgere dich nicht, bei mir klappt's auch nicht. Mach dir keine Sorgen, das Ganze ist mehr als Schwachsinn, vor allem akzeptieren die gar nichts. Also, jetzt fragt der andere wieder, einfach so weiterleben wie gehabt und das Geld kommt trotzdem? Ja. Ja, natürlich kommt das Geld, deine Einnahmen kommen, aber natürlich weniger, weil du ja dieses Formular nicht eingereicht hast. So, und also da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja jetzt wirklich so nett und sag nicht, um welchen Kanal es geht. Ne? Ich könnte ja auch ein Schwein sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich es unmöglich. Also entweder klärt man das auf. Was heißt entweder? Nein, das muss der Kanalbetreiber aufklären. Ich finde, das ist seine verdammte Pflicht. Weil ich wollte erst gerade sagen,
Oder das Video runternehmen, aber dann sind die Leute ja genauso schlau wie vorher. Nein, ich finde, er muss das aufklären. Und wie gesagt, Kollege, ich hoffe, du hörst das jetzt hier. Es ist keine Schande, einen Fehler zu machen. Aber das, was du jetzt machst, ist eine absolute Sauerei. Ganz ehrlich, ich bin stinkesauer darüber. Es klappt also nicht, eine Personalausweiskopie hochzuladen oder den Steuerbescheid vom Vorjahr. Das wird alles nicht akzeptiert.